Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, kann passieren. Sehr geehrte Damen und Herren, wer schon einmal in der Nebensaison in Griechenland war, der hat mit Sicherheit die Erfahrung gemacht, dass man die kilometerlangen Sandstrände ganz mutterseelenallein entlang spazieren kann. Das ist einfach herrlich. Gehen Sie mal hin, Herr Gundlach, dann werden Sie es erleben. Das ganz allein macht man dann doch nicht. Immer wieder kommt man an Abschnitten vorbei, wo sich Plastikflaschen, Becher, Kippen, Dosen oder sonst irgendetwas beinahe auftürmt. Das trübt nicht nur das Urlaubsfeeling, sondern ist wirklich alarmierend. Doch wer jetzt sagt, mein Gott, Frau Bernhard, sollen wir uns hier in Mecklenburg-Vorpommern um das Urlaubsvergnügen und die griechischen Strände kümmern, dem kann ich nur sagen, dass wir dieses Problem auch an der Ostsee und auch in Mecklenburg-Vorpommern haben. Und dieses Problem rollt wie eine Welle auf uns zu und wird größer und größer. Wie in einem Bericht des NDR zu entnehmen war, sammeln Mitarbeiter des staatlichen Amtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie mehrmals im Jahr die Strände ab. In den letzten 7 Jahren wurden dabei 30.000 Müllteile gefunden. Und das sind nur die großen Teile, die mit bloßem Auge und ohne zu graben gefunden werden. Also es macht deutlich, es ist nur die Spitze des Eisbergs. Meine Damen und Herren, das Weltwirtschaftsforum warnt davor, dass es 2050 mehr Plastik in den Meeren geben wird als Fische. Das, finde ich, sollte uns doch wirklich wachrütteln. Fische und Vögel verenden aufgrund von Plastik in ihren Mägen. Wenn Untersuchungen ergeben, dass in Nord- und Ostsee beinahe 3 von 4 Fischen Mikroplastik im Körper hat, dann können wir das nicht einfach ausblenden, meine Damen und Herren. Vor einigen Tagen las ich dann auch noch von einem Italien gestrandeten Pottwal. In seinem Magen wurden 22 Kilogramm Plastik gefunden. Sein Baby dagegen war tot im Magen. Und wenn wir dazu addieren, dass wir Deutschen pro Jahr mehr als 37 Kilogramm Plastikmüll pro Jahr produzieren, dann ist das nicht nur ein gefühlt hoher Wert, sondern dann sind wir damit in der Spitzengruppe innerhalb Europas. Meine Damen und Herren, auch das Europäische Parlament hat vor wenigen Tagen ein Verkaufsverbot für Plastikbesteck, Wattestäbchen und Strohhalme auf den Weg gebracht. Das ist gut, das ist der richtige Weg, den da gegangen wird, aber es ist leider nur ein winziger Teil des Problems. Zigarettenstummel, Deckel und Verschlüsse, Fastfood-Verpackungen, Einwegflaschen, feuchte Tücher und Tüten, das sind bis zu 80% des Mülls, den der Natur und Umwelt vergiftet und die Strände Europas verdreckt. Meine Damen und Herren, jetzt können wir alle die Arme hochreißen und fragen, was sollen wir denn noch machen? Da müssen Bund und EU ran. Die Koalition macht das zum Teil so. Ich weiß, es ist immer schön, aber dafür sind wir als Linke da, um hier den Finger in die Wunde zu legen und Wege aufzuzeigen, was auch wir hier im Land machen können. Denn Sie werden es erahnen, es gibt durchaus auch im Land und in den Kommunen Möglichkeiten, wie wir Plastikmüll reduzieren können. Einige wesentliche Maßnahmen davon stellen wir heute mit unserem Antrag vor. Erstens finden wir, sollten wir einen Blick auf die Landesverwaltung werfen. Das klingt immer sehr abstrakt, deshalb gebe ich Ihnen mal konkrete Beispiele, damit jeder weiß, worum es geht. Es geht um Zuckertütchen, Rührstäbchen aus Plastik, Plastikbecher, den süßen kleinen Kapseln mit Kaffeesahne, einzeln abgepackte Kekschen und Keksröllchen, aber auch um Werbemittel wie Kugelschreiber, wo es Alternativen ohne Plastik gibt. Die Liste ist wirklich, komme ich gleich zu, weil wir genau damit auch gerechnet haben. Die Liste ist wirklich lang, aber ich denke, dass die Beispiele reichen, um zu verdeutlichen, worum es uns heute mit dem Antrag geht. Was ich gleich dazu sagen möchte, weil ich mir vorstellen kann, was Sie gleich für Argumente ins Feld führen werden. Es geht uns mit dem Antrag nicht darum zu sagen, es muss alles sofort und unverzüglich geändert werden, sondern es geht um das Anstoßen eines Prozesses. Jede Einzelne ist dazu eingeladen, da mitzumachen. Und auch das sage ich schon mal vorweg, wie es bei uns in der Fraktion aussieht, Herr Renz. Ja, wir sind auch noch nicht lange fertig mit der Umstellung, denn das braucht Zeit. In der Öffentlichkeitsarbeit liegen beispielsweise noch hunderte Kugelschreiber aus Plastik. Die schmeißen wir jetzt natürlich nicht weg, aber wir haben den Beschluss gefasst, auf Plastik zu vermeiden. Es geht darum, bei der nächsten Bestellung Alternativen zu prüfen und im Hinterkopf zu haben, es geht um Sensibilisieren für das Thema. Und genau das wollen wir auch in der Landesverwaltung anschieben.
nicht ein radikaler Umbruch, also von heute auf morgen. Nein, es geht darum, um Optionen zu prüfen, zu vergleichen und alles, was haushaltstechnisch auch vertretbar ist, umzusetzen. Und dafür sagen wir, kann sich die Landesregierung auch die Zeit nehmen, um sich den Ist-Stand herzunehmen und einen Maßnahmenkatalog aufzustellen. Am Ende des Jahres ist dieser dann vorzulegen. Wir finden, das ist machbar und sollte nicht zu hektischen Flecken führen, wenn der Landtag diesen Auftrag gibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, weiterhin schlagen wir Ihnen vor, dass die Landesregierung mit den Kommunen einen deutlichen Ausbau von Mehrwegsystemen anschiebt. Große Städte wie Rostock, Parchim und Greifswald sind da schon auf einem guten Weg. Wir fangen also nicht bei Null an. Dort geht es schlicht darum, dass bei öffentlichen Veranstaltungen oder Festen auf Mehrweggeschirr umgestellt wird. Jeder kennt doch auch die Bilder nach einem größeren Fest, wenn sich am Morgen der Anblick von Bergen der Plastikbechern zeigt. Das spricht natürlich für eine ausgelassene Stimmung und viel Freude, zumindest am Abend. Aber wir finden, der Müll im Nachhinein ist vermeidbar. Ausgelassen feiern und Getränke zu sich zu nehmen, macht auch Spaß aus Pfandbechern. Dazu braucht es keine Einweg-Plastikbecher. Hier geht es uns darum, dass die Landesregierung die Kommunen für das Thema fit macht und wenn nötig mit Rat und Tat zur Seite steht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wenn wir dann schon beim Thema Sensibilisieren sind, dann ist es aus unserer Sicht unabdingbar, dass die Aufklärung über die Auswirkungen von Plastikmüll, aber auch über Alternativen deutlich vorangetrieben wird. Eine Informationsoffensive, könnte man so meinen, wäre hier die Lösung, denn Wissen ist Macht. Ohne das Wissen kann etwas über die Verhaltensänderung hervorgerufen werden. Auch hier mache ich es Ihnen wieder konkret. Ich behaupte mal, dass 50% der Raucher an unseren Stränden nicht wissen, dass Zigarettenstummel fast ein Viertel des Plastikmülls an unseren Stränden ausmacht und in den Meeren finden sich die Kippenreste dann zuhauf. Ein Forscherteam hat 8 Liter Wasser, ein paar Wasserflöhe eingesetzt, dazu ein paar genutzte Zigarettenfilter. Ich glaube, ich brauche nicht weiter zu erzählen, was nach 48 Stunden mit den Flöhen dann passiert war. Und wenn dann in 70% untersuchter Seevögel Filter zu finden sind, dann wird das Problem noch deutlicher. Hier muss es aus unserer Sicht um mehr Aufklärung gehen, um die Menschen dazu zu bewegen, sich anders zu verhalten. Doch, meine Damen und Herren, auch der Staat muss sich anders verhalten, nämlich bei der öffentlichen Beschaffung. Meine Fraktion hatte mit der Vorlage eines eigenen Vergabegesetzes unter anderem viel Wert darauf gelegt, auf verpflichtende Regelungen für eine nachhaltige und ökologische Beschaffung. Die Koalition hat das damals abgelehnt und bleibt im Vergabegesetz bei Halbgarnregeln mit müsste, könnte, sollte Formulierung. Das muss sich endlich ändern aus unserer Sicht. Auch Sie können doch nicht die Augen davor verschließen und sich auf den Standpunkt stellen, dass Hauptsache billig eingekauft ist, das Beste ist. Mit der Geiz-ist-geil-Mentalität muss endlich Schluss sein, auch wenn es um ökologische Aspekte im öffentlichen Einkauf geht. Das kann aus unserer Sicht nicht der richtige Weg sein und das ist der für uns Linke definitiv auch nicht. Doch auch hier wollen wir im Antrag nicht gleich mit Maximalforderungen kommen und haben deshalb die Hand ausgestreckt und das Angebot deutlich gemacht, dass die Landesregierung verbindliche und konkrete Regeln aufstellt. Lassen Sie uns darüber diskutieren und einen Kompromiss finden, wie das am Ende aussehen könnte. Wichtig ist, dass auch das Land hier mutiger wird. Und last but not least ein Mammutthema, die Verpackung im Einzelhandel. Ja, der Verbraucher hat es oft selbst in der Hand, aber gehen Sie heutzutage einmal einkaufen und versuchen Sie auf unnötige Verpackung zu verzichten. Das ist fast unmöglich. Die Salatgurke ist mit Plastik überzogen, die Tomaten in der Plastikschale verpackt, lose Champignons können ja nicht alle einzeln in den Korb geworfen werden, dafür stehen Plastiktütchen bereit. Lose Brötchen brauchen ein Sichtfenster aus Plastikfolie in der Tüte. Den 6er-Pack Cola in der Einwegflasche gibt es im praktischen Plastikmantel mit Henkel. Das Schnitzel gibt es nicht an der Theke, sondern praktisch in einer überdimensionierten Verpackung. Ja, manche Sachen können vermieden werden, andere aber aus Hygienegründen nicht. Ich weiß, dass auch hier die Landesregierung mit dem Einzelhandel aus dem Land das ein oder andere Mal am Tisch sitzt. Die Bundesregierung macht das auch so, doch am Ende des Tages ist wie so oft, es wird geredet, gebeten,
philosophiert, fabuliert, bis am Ende keiner mehr weiß, was alles locker und unverbindlich besprochen würde. Da wird sich dann im Kreis gedreht und am Anfang angekommen, wird sich dann weitergedreht. Deshalb wollen wir, dass die Landesregierung auch hier einmal verbindliche Regelungen prüft, wie unnötige Verpackungen aus dem Einzelhandel verbannt werden können. Ja, das ist ein hartes Thema, aber es gibt gute Beispiele von Unverpackt-Läden, auch in Mecklenburg-Vorpommern, beispielsweise in Röbel. Deshalb, es ist möglich. Lassen Sie uns rangehen, stimmen Sie den Antrag zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, für uns ein positiver Abschluss des heutigen Tages. Wir beantragen damit die Überweisung in den Umweltausschuss. Es ist gut, dass wir uns darauf verständigen können. Dann können wir über vieles Weitere noch reden. Aber ich möchte mit einem Zitat beginnen. Das Zeitalter der Wegwerfgesellschaft muss beendet werden. Jedes weitere Plastikteilchen in der Umwelt ist eines zu viel. Ein nachhaltiger und schonender Umgang mit wertvollen Rohstoffen muss im täglichen Leben zur Selbstverständlichkeit werden. Das sagte Herr Glauber, der bayerische Umweltminister, als er seine Bundesratsinitiative gegen Mikroplastik in Kosmetikprodukten verkündete. Er hat damit auf gleich zwei wichtige Sachverhalte hingewiesen. Einmal die verheerenden Auswirkungen der weltweiten Plastikvermüllung, insbesondere die Auswirkungen auf die Meere, und zum Zweiten auf die Notwendigkeit des schonenden Umgangs mit wertvollen Ressourcen. Denn es ist ja so, Plastik wächst nicht einfach auf Bäumen und kommt somit auch nicht jedes Jahr wieder. Es muss in aufwendigen Prozessen hergestellt werden, Prozessen mit einem hohen Energieverbrauch und schädlichen Emissionen. Hier haben wir auch die Verbindung zum Klimawandel. Daraus ergibt sich ganz logisch, für mich ist das eigentlich unbegreiflich, ich habe das auch nicht gewusst, da wo Kunststoffe nicht hineingehören, da müssen sie raus, zum Beispiel aus Kosmetikprodukten. Es geht also nicht nur um Einwegverpackungen, sondern es geht auch darum, dass Plastik da nicht reingehört und deshalb auch nicht rein darf. Da, wo sie vermeidbar sind, müssen sie vermieden werden, zum Beispiel bei einer großen Zahl von Verpackungen. Einwegprodukte aus Kunststoff sind in fast jedem Fall ersetzbar durch Mehrwegsysteme. Nur ein ganz kleiner Teil davon ist recyclingfähig. Der geht einfach dann nur in die Verbrennung. Ein weiterer Sargnagel für das Klima. Oder sie werden, Herr Strohschein, hören Sie zu, oder sie werden in weit entfernte Länder verbracht. Aus dem Auge, aus dem Sinn. China nimmt das Zeug ja nicht mehr, aber in Indonesien, da kann dann mitunter gemeinsam mit den Einwegplastikflaschen aus Deutschland am Strand gelegen werden. Mist also. Aus dem Auge, aus dem Sinn funktioniert auch nicht mehr so richtig. Meine Damen und Herren, Bayern macht es uns vor. Das Land investiert in die Weiterentwicklung des Recyclings, den Ausbau der Verbraucherberatung, unterstützt die Kommunen bei der Vermeidung von Plastikabfällen und intensiviert die Forschung zu abbaubaren Kunststoffen. Viel mehr wäre nötig, zum Beispiel die Begrenzung des Abriebs von Autoreifen. Dafür brauchen wir langlebigere Autoreifen, aber eine Geschwindigkeitsbegrenzung wäre auch schon hilfreich. Das gehört wahrscheinlich zu den heiligen Kühen in Deutschland, die nicht geschlachtet werden, jedenfalls nicht so schnell. Was will man auch erwarten von einem Bundesverkehrsminister, der eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h als Maßnahme gegen den gesunden Menschenverstand betrachtet? Ja, es haben eben nicht alle Bayern etwas mit der Umwelt am Hut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns da anfangen, wo wir anfangen können, bei uns selbst. Meine Fraktion hat das getan. Wir sind noch nicht perfekt und noch lange nicht da, wo wir hinwollen und hin müssen, aber wir haben begonnen. Und das nicht nur mit den Kugelschreibern aus Plastik, sondern wir kaufen auch keine Getränke mehr in Plastikeinwegflaschen. Ein Moment, Frau Dr. Schwenke, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte doch noch um einen letzten Rest von Disziplin.
damit die Rednerin wie alle anderen vor ihr auch ihre Rede vernünftig hier vortragen kann. Ich bin auch gleich fertig. Also keine Getränke mehr aus Einwegplasteflaschen und keine Kaffeesahne mehr aus den kleinen Plastikkapseln. Und ich sage Ihnen, Initiativen in diese Richtung, die fallen auch auf einen fruchtbaren Boden bei der Bevölkerung. Das zeigen zum Beispiel die eingereichten Arbeiten im Wettbewerb um den Umweltpreis unseres Landtages. Der steht in diesem Jahr unter dem Thema der Plastikreduzierung und Vermeidung. 14 Arbeiten sind dazu eingereicht worden. Kollegin Bernhard hat bereits darauf verwiesen, dass sich auch Kommunen schon auf den Weg gemacht haben. Das Land sollte dem nicht nachstehen. Eine Überweisung finden wir natürlich großartig und bitten Sie alle, dem zuzustimmen. Nur eine Abschlussbemerkung noch. Herr Kollege Strohschein, in die Steinzeit wollen wir nicht wieder zurück, denn da sind Sie ja schon.